Verehrte Damen, verehrte Herren, liebe Freunde, ich freue mich ganz besonders, dass Sie hierher gekommen sind, dass Sie nicht gescheut haben den langen Weg. Gottlob ist der Wettergott auch gut für uns. Und ich freue mich so über diese Statue. Entstanden ist das Ganze eigentlich, ich bin zu meiner Schwägerin Bettina Reuers gekommen und habe eine wunderschöne, so große Statue gesehen und habe gefragt, wer ist das und so. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich, wenn man den groß machen könnte, wäre die ganz schön hier. Dann habe ich mit den Heidulf gesprochen und Gottlob war eigentlich auch ganz angetan von dieser Idee. Und so ist das eigentlich entstanden. Mich freut es besonders, weil ich finde sie nicht nur ästhetisch wahnsinnig schön, aber ich finde auch dieses ganze Konzept mit dem Alphabet und so hochinteressant. Da wird er Ihnen ja viel besser erklären, was das alles bedeutet. Aber auf jeden Fall, ich bin begeistert davon und ich hoffe, dass Sie ein bisschen von dieser Begeisterung teilen können. Und bevor ich jetzt das Wort weitergebe an die wichtigen Herren hier, möchte ich mich bedanken beim Thomas, der eigentlich das Ganze gemanagt hat und geschaut hat, dass das überhaupt entsteht und da steht. Dann möchte ich mich, ich weiß nicht, ob jemand da ist von den Gießern aus Linz. Also mein Bruder ist heute das Ganze technisch. Da möchte ich auch sehr bedanken. Und auch noch beim Herrn Aube, der das Fundament gemacht hat. Der ist, glaube ich, leider heute nicht da. Auf jeden Fall, ohne denen wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Und jetzt übergebe ich aber eigentlich die Worte an die wichtigen Herrschaften. Ja, nachdem die Idee entstanden ist, waren wir letztes Jahr im September hier mit dem kleinen Modell, Heidulf und ich, und haben sozusagen den Platz gesucht, den idealen Platz. Und die Idee der Positionierung ist so, dass es vom Gartenhaus die Blickachse zum Schloss, zum Balkon, das war sozusagen das Konzept, dass man das in dieser Blickachse aufstellt. Und wenn man von hier kommt, dann kann ich es dann genau erläutern, ist die Lesbarkeit ist von hier. Ist von hier, also die Buchstaben von Wittgenstein kann man, wenn man vom Gartenhaus kommt, direkt am besten lesen. Und das war dann auch die Entscheidung. Produziert wurde es in der Stahlstadt Linz. Also mein Bruder hatte da sehr gute Kontakte und Verbindungen, dass wir auch preislich es realisieren konnten. Die Ausführung ist Nieroster Glasperlen gestrahlt. Am Sockel hat man dann nochmal das Alphabet, wo das aufgeschlüsselt ist, welche Position des Winkels welchen Buchstaben ergibt. Auf der anderen Seite ist dann nochmal der Name Wittgenstein und parallel das römische Alphabet. Also man kann dann, wenn man sich beschäftigt, das wirklich gut lesen. Und ja, es ist eigentlich, also der Heidelf hat die Idee Land of Architecture. Und das ist jetzt das erste in dieser Form realisierte Objekt. Und es wäre toll, wenn natürlich weitere in Österreich und Italien folgen werden. Günther, ich bitte dich. Ja, es gibt drei Elemente, von denen ich jetzt zwei habe, die zur Erklärung beitragen. Das eine ist der Winkel, den gebe ich dem Heidulf. Danke. Und das andere ist der Traktatus, das gebe ich dem Thomas. Ja. Es gibt ein drittes, das ist das Volksbuch. Das ist ein Buch, an dem Heidulf, was es eben erzählt, 1968 begonnen hat zu arbeiten, das 1978 erschienen ist und in dem zum ersten Mal dieses Raumalphabet entwickelt und gedruckt und auch veröffentlicht wurde. Stimmt, oder? Ja. Und ich werde jetzt ein bisschen was zu Ludwig Wittgenstein sagen, weil das ja die Wittgenstein-Säule ist. Und dann werde ich ganz viel über den Heidulf sagen und dann werden wir hoffentlich vielleicht zu Ludwig Wittgenstein das Wenigere, aber vielleicht etwas, was Heidulf eben gesagt hat, was ihm ganz wichtig ist, nämlich den Begriff der Rebellion. Ja?
Man muss wissen, Ludwig Wittgenstein kommt aus einem Elternhaus, das war das reichste Haus oder eines der ganz reichen Elternhäuser in Wien in den späten 19. Jahrhundert. Karl Wittgenstein war also der Mega-Industrielle und hat dann aber auf Druck des Hofes Ende der 80er Jahre alles verkauft. Und diese Familie war wirklich über die Maßen wohlhabend. Man muss sich das so vorstellen, dass er Kompositionen von Gustav Mahler in Auftrag gegeben hat oder von Johannes Brahms. Die waren also alle bei ihm, haben Kompositionen gehabt und wurden dann mit den besten Musikern in ihrem Musiksalon gespielt. Das heißt, das Ganze hatte wirklich ein hohes Niveau. Karl Wittgenstein war aber als Person ein Autokrat, insbesondere was seine Söhne anging. Das heißt, Ludwig hatte den großen Vorteil, dass er der Jüngste war und dadurch die größte Freiheit hatte. Aber Paul litt da sehr drunter und die anderen drei Söhne haben sich alle, und das muss man wirklich leider und auch bitter sagen, haben sich alle drei umgebracht. Das heißt also, diese Familie war keine, wenn man so sagt, nur wohlhabende oder nur glückliche Familie, sondern es war eine durchaus, psychologisch heterogene Familie. Ludwig Wittgenstein hat zuerst Aeronautik studiert. Das war sehr im Sinne von Karl Wittgenstein. Er fand das nämlich super. Er hat gesagt, das ist ein Zukunftsmarkt, das finde ich gut. Und das hat er in Berlin studiert und hat aber während des Studiums gemerkt, dass ihn das nicht wirklich ausfüllte. Und dann hat er gesagt, okay, was kann ich machen? Dann ist er also zu dem in der Zeit einem der wichtigsten Intellektuellen nach Cambridge gefahren, ins Trinity College, zu Bertrand Russell, und hat ihn gefragt, glaubst du, dass ich intelligent genug bin, dass ich Philosophie studieren kann? Und dann hat der gesagt, das kann ich beurteilen, ich kenne dich ja nicht, aber wenn du einen Text schreibst und mir den gibst, lese ich den und dann sage ich dir das. Und das hat er dann gemacht und dann hat der Russell sofort gemerkt, das ist so überdimensional, dass er gesagt hat, du musst das machen. Das hat er dann auch 2 Jahre gemacht, dann kam der Krieg. Und Ludwig Wittgenstein war also ganz begeistert vom Krieg. Hat halt aber solche Grenzerfahrungen gemacht. Wir haben die Kriegsbilder im Moment vor Augen. Er hat auch in der Ukraine gekämpft, allerdings im westlichen Teil. Also, ich habe gerade gesagt, Wittgenstein war im Krieg und Wittgenstein hat witzigerweise auch in der Ukraine gekämpft, nur im westlichen Teil. So. In dieser Zeit hat er den Traktatus geschrieben. Der Traktatus war sein philosophisches Hauptwerk. Und es ging darum, dass er gesagt hat, man muss die Philosophie neu fassen, weil die alten Paradigmen, Metaphysik, alles, was uns erklärt wird, warum so ein Krieg stattfindet, was wir wissen, dass das nicht in seinen Augen nichts bringt, das müssen wir irgendwie anders lösen. Wir müssen eine Sprache haben, die man versteht, die allgemeingültig ist und die komplexe Inhalte so veröffentlichen kann, dass alle Leute die begreifen. Das war ihm sehr wichtig. Dann hat er diesen Traktatus geschrieben und der war so komplex, dass ihn wenige Leute begriffen haben. Aber Russell fand ihn toll, er wurde auch verlegt. Und der Wiener Kreis, der dann quasi genau mit diesem Ziel antrat, nämlich komplexes Wissen an normale Leute zu vermitteln, war begeistert und hat ihn ins Zentrum ihrer 10 Jahre langen Arbeit gestellt. Mit Heidulf hat das insofern was zu tun, als dass die Leute, genau wie Heidulf auch, etwas verändern wollten, und zwar für die Menschen. Das waren Humanisten im Kern. So wie du sagst, Rebellion für die Menschen. War in einer gewissen Weise eine wissenschaftliche Rebellion. So, Wittgenstein hat nach dem Krieg nicht mehr weitergemacht, sondern wurde Volksschullehrer. Hat das ein paar Jahre gemacht. Irgendwo, du weißt es, irgendwo in Niederösterreich, Buckelige Welt oder so etwas. Ja. Und kam man aber mit auch ihm, nur kurz. Naja, ein paar Jahre. Also so 6 Jahre. Ein Buch geschrieben über Volksschulen, Unterricht und sowas, das war auch ganz toll. Aber dann haben sie ihn rausgeschmissen. Und das Interessante, und das ist ein Unterschied, wir haben Heidulf vor uns. Wir sehen Heidulf als komplexe Person. Das tun wir bei Ludwig Wittgenstein nicht. Wir sehen von Ludwig Wittgenstein die 10 Bücher, die wir kennen. Und wir kennen die Privatgeschichte kaum. Die wollen wir auch nicht kennen, insofern lasse ich das aus. Aber 26 beginnt er, weil er völlig desillusioniert ist von dieser Arbeit, beginnt er in Wien für seine Schwester das Haus in der Kundmanngasse zu bauen. Und da kommt dann auch der Winkel vor. Und zwar ganz, ganz, ganz nachhaltig, weil er nämlich
alles selbst entwirft. Macht das mit Paul Engelmann zusammen. Paul Engelmann ist ein Losschüler. Wittgenstein, Ludwig kannte Loos vor dem Krieg. Beide waren gegen Dekor, beide waren gegen irgendwelche Dinge, die Diskurse verunstalteten. Und beide waren der Meinung, die Sprache muss sich ausdrücken, oder? Die Architektur muss sich selbst ausdrücken und nicht über irgendwelche Figuren an Fassaden ausgedrückt werden. Großes Thema, beide waren der gleichen Meinung. Loos war dann etwas sauer auf Wittgenstein, weil 1913 der Vater starb und Wittgenstein, also wie alle anderen Geschwister, sehr viel Geld erbte. Und dann sagte Ludwig, sagt, er will das Geld nicht. Jetzt reden wir nicht über wenig Geld, sondern über viel Geld. Das heißt also, er hat einen großen Teil an seine Geschwister verteilt und hat einen nicht unwesentlichen Teil Paul und Margarete gegeben und die sollten damit etwas Gutes machen. Und es führt zu weit, aber das, was ich damit sagen will, dass Wittgenstein oder Loos und Wittgenstein ein durchaus ambivalentes Verhältnis. Paul Engelmann und Wittgenstein hatten das auch. Paul Engelmann war der Architekt, hat dann die Kundmanngasse mit ihm gebaut. Das heißt, eigentlich hat Wittgenstein gebaut und Engelmann hat abgezeichnet als Ingenieur. Das war dann der Winkel. Und das ist eigentlich der erste Architekturbezug. Es gibt einen zweiten. Wittgenstein hat ein Holzhaus in Norwegen gebaut, den ist er auch selbst entwickelt, aber das ist das Einzige, was er mit Architektur wirklich wesentlich verbindet und die Kundmanngasse. Damit ist mein Vortrag über Wittgenstein jetzt mal vorbei. Das war jetzt noch lange. Das heißt, das, was wir mitnehmen, ist, dass Ende des 19. Jahrhunderts ein Zeitdiskurs bestand, den Wittgenstein und andere dagegen haben, die rebelliert. Und das war kultivierte Rebellion, aber es war Rebellion. Und wenn man jetzt den Heidulf anschaut und sagt, okay, was hat das jetzt mit Heidulf zu tun? Dann kann man sagen, ein Teil der Arbeit, ein Teil des Impetus, den Heidulf in seiner generellen Arbeit als Architekt, als Künstler, als Verleger, als Aktivist an den Tag legt, hat was mit Rebellion zu tun. Zumindest nach seiner eigenen Aussage. Das hat er mir extra eben gesagt, das muss ich sagen. Das hast du mir gesagt. So, wie kommt es jetzt zu dem Alphabet? Und was hat es damit zu tun? 68 beginnt Heidulf das dritte Element zu machen, das wir jetzt hier nicht haben, das Volksbuch. So ein Buch, das ist 2014 nochmal in einer erweiterten Form nochmal erschienen. Ja. Aber 68 begann er das zu machen und hatte 600 Seiten geschrieben. Und er wollte aber ein dickes Buch machen, also er wollte 1200 Seiten oder sowas machen. Ich wollte nicht penetrant sein, ich wollte nicht nur meine Mitteilung machen, sondern ich wollte die ganzen Mitteilungen, die ich mache, mit der Literatur, die um mich herum ist. Ich bin in einem Buchladen gegangen und gesagt, was wird am meisten gelesen? Die Bibel, die Kronenzeitung, Jerry Cotton, Heimatroman. Und mit dem habe ich es gemischt. 50% des Buches sind von mir, 50% sind die andere literarische Welt. Aus deutschen Verlagen habe ich auch Teile genommen. Und da ist dann dieses erste Buch entstanden. Und da wollte ich dann, dass auch die Schrift, wenn du liest, sich plötzlich verändert. Ich habe dann ein Zahlensystem entwickelt, wo die Zahlen einzelne Figuren sind und wo ich die Schrift dann neu gestalten will. Und da bin ich als Architekt auf die Idee gekommen, diese Verbindung von Architektur und Sprache zu schließen. Und da bin ich dann auf diesen Winkel gekommen, ein rechter Winkel, der ja schon für das ganze Bauwesen ein Zeichen war für die Bauaktivitäten auch seit dem 14., 15. Jahrhundert, weil der Winkel und der Zirkel waren Symbole der Architektur. Und da ist mir das irgendwie gelegen gekommen oder zufällig einfach erschienen. Und ich habe einen Winkel probiert, wie kann ich hier den in eine Schrift übertragen. Und habe dann gesagt, der Winkel hat ja, wenn ich ihn so sehe, mit 45 Grad, hat der 8 Positionen, in der Richtung 8 Positionen, hier wieder Position und die kurze Seite. Also es gibt einen Winkel, eine lange Seite, eine kurze Seite. Und die drehen sich um den Schwerpunkt dieses Winkels. Der Winkel hat eine Konstruktion wie ein gleichseitiges Dreieck, wobei die Seite hier 2 ist, das ist 1 und die Länge ist Wurzel aus 3. Das ist eine reine mathematische Form, die jetzt durch mich umgewandelt worden ist in eine materialisierte Sprache. Die habe ich dann Raumalphabet genannt.
vielleicht im Raum dreht und vielleicht verfehlt des Raumes. Also, wenn ich jetzt den Winkel so habe, da sieht man jetzt, wenn das so gedreht ist, ist das ein W. Wenn das so gedreht ist, kann man auswendig sehen, das ist ein I. Nicht? Wenn man ein L macht, wird jeder sehen, das ist ein L. Nicht? Und so habe ich halt jeder Position, 24 habe ich einen Buchstaben gegeben und habe dann dieses Wort Wittgenstein geschrieben. Jetzt zeige ich euch, wie das aufgebaut ist. Also, da sieht man das W, der liegt da. W, dann kommt das I, da sieht man das I, B, dann kommt das harte D. Da sieht man das harte D, Bit. Schreibt man mit zwei D, Bit, Bit. Dann kommt das G, Bit, G, dann ist das E. Das ist das E, die kurze Seite, mit G. Dann kommt das N, mit Gen. Dann das S, sieht man da das S, mit Gen, S. Dann wieder das D, muss mir aufheben. E wieder oben, da ist wieder das E. Dann ist das ganz oben ist das I. Und ganz oben ist dann hier das E. Das heißt jetzt wirklich Wittgenstein. Und die Idee, es aufstehen zu lassen, war eigentlich die Idee, dass man denkt, was von der Erde zum Himmel hinaufgeht.